Beim Anblick eines riesigen Sammlerstücks waren Horst Lichter und die Händler bei Bares für Rares erstmal baff. Die tierisch seltene Werbefigur überzeugte. Ein bärenstarker Weggefährte sollte am Freitag bei Bares für Rares ein neues Zuhause finden. Ob das XXL-Objekt nicht vielleicht ein klein wenig zu überdimensioniert war? Er ist irgendwie cool, aber doch ein bisschen zu groß, musste der noch Besitzer selbst feststellen. Nun wollte er den Händlern seinen Bären aufbinden. XXL-Bär zieht Bares für Rares Händler in den Bann. Detlef Kümmel untersuchte das XXL-Tier zunächst, um das Verkaufspotenzial zu ermitteln. Sag mal, das ist aber ein Oschi, entfuhr es auch Horst Lichter beim Anblick des tierischen Gastes mit der stattlichen Größe. Wie Roman zu dem Bären kam. Ich sammle seit 30 Jahren sehr leidenschaftlich Coca-Cola-Artikel und bewege mich daher viel auf Floh- und Sammlermärkten. Das ist für mich wie eine Schatzsuche. In der Tat erinnerte das Bild in Michelangelo-Manier auf dem Bären-Shirt an den amerikanischen Getränkehersteller. Die typische Flasche und das Glas erkannte man sofort. Der Markenname selbst aber tauchte nirgends auf. Die Marke ist für uns alle so präsent, dass wir nur andeutungsweise daran erinnert werden müssen und schon haben wir den Namen im Kopf. Es klang einleuchtend, was der Experte sagte. Teddy war Werbedenkmal. Detlef Kümmel berichtete, dass der Bär 2005 im Rahmen des Teddy Summer in Zürich entstand und nichts mit Coca-Cola zu tun hatte. Damals seien Teddys in der Stadt aufgestellt worden, die wiederum von Künstlern frei bemalt werden konnten. Das war eine Riesenwerbung für Zürich. Der Künstler Alcindo Brito Moreira verewigte sich mit diesem Exemplar. Er hat sich selbst und der Stadt Zürich damit ein kleines Denkmal gesetzt. Dank seines Materials war der Bär sehr gut in Schuss. Er wurde aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK, hergestellt. Als es zum Schätzpreis kam, lagen Wunsch und Wirklichkeit ein wenig auseinander. Roman hätte sich über 800 bis 1000 Euro gefreut. Der Experte kam immerhin auf 700 bis 800 Euro. Konnte der Verkäufer den Riesenbären mit diesem Preis bei einem Händler steppen lassen? David Suppes enthüllte das Tier vorsichtig. Das ist auf jeden Fall nicht Mickey Maus. Aber wer ist es dann? War das Bussi Bär oder Winnie Pooh? Sieht aus wie eine Werbefigur, aber ohne Werbung. Trotz der Größe fand besonders ein Händler großen Gefallen an dem Kunstbären. Ich will den unbedingt haben. Wolfgang Pauritsch ließ sich gerne den Bären aufbinden und zahlte dafür 600 Euro. Wenn ich gewusst hätte, dass ich heute noch so einen Bären kaufe, hätte ich ein anderes Auto mitgebracht, resümierte er lachend. Das Original zu diesem Beitrag XXL Teddy verdreht, Bares für Rares, Händler den Kopf, den will ich unbedingt haben, stammt von Teleschau.